Ausgeschlafen. Ausgeschlafen. Ja, herzlich willkommen zurück. Oh. Aua. Entschuldige. Ja, nicht wundern, sie leuchtet jetzt gelb anstatt weiß. Das liegt daran, dass ich sie eben angepinkelt habe. Du bist so ein Arsch. Das ist golden. Nein, ich bin in einem anderen Ei drin. Ja. Deswegen. Seht ihr, wenn ihr bei Medienpart guckt. Und oder ich, bei ihm, wenn er den auch machen will. Und ich habe einen Köcher auf dem Rücken und einen Bogen in der Hand, dass wir mit dir auch in ihrem Part getauscht haben, was wir für dieses Gebiet ganz gut gebrauchen können. Ja, und dann gehen wir einfach mal los, würde ich sagen. Ja. Übrigens Erntetal, dort wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Genau, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen. Das Doofe ist jetzt nur an den Klamotten, du siehst nicht, wie lange das Gift an dir klebt. Diese Neuerung finde ich übrigens ziemlich zum Kotzen. Ja, es ist Dark Souls. Damit kannst du eigentlich so quasi alles gelungen. Ja, genau wegen dieser Gegner braucht man auch am besten die Pfeile. Ja, Fernangriff auf jeden Fall, ja. Damit man bei den Dingen nicht so nahe stehen muss. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das Ding im Nahkampf drauf hat. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich will es aber auch nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Ja. Okay, so, jetzt kann ich mich ein bisschen ans Item sammeln machen. Lass den Kerl doch erstmal aufstehen. Nee, das ist ein Gegner. Ich verbrannte mich darüber, damit ich kein Gift abbekomme. Ja. Und sag dir Bescheid, wenn so ein Skelett auftaucht. Denk dran, du musst ab und zu Steine fressen. Jetzt zum Beispiel. Jetzt wird das nämlich zeitweise kurz aufgehoben, den Giftzustand. Und jetzt wieder einen Stein fressen. Bin schon dabei. Sie ist kein Skelett aufgetaucht. Bei dir war ja eben auch keins. Doch eins war, glaube ich. Ja, ich glaube genau da. Nee, doch nicht. Na gut. Ja, toll. Ja, dann halte ich einfach mal gut. Ja. Da sind sie. Ja, ich sehe sie schon. Dann geh du wieder hoch auf deine Plattform. Dort kannst du nämlich super anvisieren und ich nicht. So. Okay. Da oben rechts. Was? Wo oben rechts? So. Ja gut, jetzt ist zu spät. Jetzt kannst du nicht mehr abhauen. Ja. Ah, Scheiße. Oh Gott. Guck, dass wenn du vergiftet bist, dich jetzt direkt mal regenerierst. Ich bin nicht vergiftet. So, der ist tot. So, und den darfst du jetzt mal alleine erledigen, da wir noch ein paar Gegner haben und ich nicht mehr viel mehr gibt. Wie soll ich den bitte alleine erledigen? Mit Pfeilen? Ich zieh kaum was ab mit Pfeilen. Dann versuche ich halt hier ein bisschen zu helfen. Jetzt werden wir gleich merken, was das Ding im Nahkampf drauf hat. Ich glaube, das hat gar nichts im Nahkampf drauf. Ja, weiß ich nicht. Okay, die halten wir. Na guck, da kommt schon diese Untoten mit ihrer Halsplatte. Ja, Gott sei Dank sind das keine Gegner, die auf dich zurennen und dann explodieren. Ja, dann geh du mal da hoch. Da sind noch zwei Gegnerchen. Juhu, Gegnerchen! Die warten schon noch. Die kommen gerade runter zu mir. Noch so wenig Platz, aber da oben war, glaube ich, noch Alter an den Hebel, ne? Nee, der Hebel. Deswegen bist du da. Der Hebel. Hebel. Für Tür. Da ist der Hebel. Ja, nicht wundern, wir haben den Part ja auch schon bei ihr gespielt. Allerdings nicht komplett durch, weil ich mitten auf dem Weg verrückt bin. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht dasselbe auch passiert. Ja, deswegen an einer gewissen Stelle weiß ich auch nicht mehr so wirklich weiter. Hier, du musst ihn dran und dann musst du machen Funkel, Funkel. So, habe ich gemacht, Funkel, Funkel. Und dann du kommen mit und dann wir gehen weiter und dann du musst ihn mal gucken, dass du volle Energie hast. Boah, bitte hör auf, so zu reden. Du hast angefangen. So, ich bin bereit. Guck, dass du volle Energie hast. Hab ich. Hallöchen. Sag mir Bescheid, wenn von hinten einer kommt. Okay. Ja, von überall. Genau hier bin ich nämlich verreckt. Ah, ich mag diese Gegner. Sag mir Bescheid, wenn von hinten einer kommt. Ja, die kommen. Roll dich, oh Gott. Guck mal, der ist fast tot. Der ist tot.
super. So, das war einer von vieren. Ja. Egal. Dafür kriege ich jetzt voll eine abgeräumt. Ich bin schon da. Ich verziehe mich mal nach oben. Wow, wow, wow. Okay, der zweite ist auch tot. Ja, super. Zauber sind schon mal fast leer. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Okay. So, der eine ist fast im Arsch. Ja, ich muss mich kurz heilen. Ist tot, nur noch einer übrig. Ja, den kriegen wir doch kalt. Ach, trotzdem muss ich mich heilen. Ja, genau. Rückgrat freigelegt. Super. So. Gott sei Dank. Okay, ab jetzt ist es auch wieder blind für mich. Ja, da ist er nämlich ganz schön verreckt. Ja, ganz schnell auch. Aber das war auch mies, weil mich haben zwei verfolgt und ich wollte wegrennen und der dritte kam dann von vorne einfach runtergesprungen und hat mich direkt zersäbelt. Ja, die sind gar nicht so ohne. So, müssen wir da oben weiter, wo du bist? Ja, genau. Okay. Vorsicht, da sind ein paar Gegner. Ja. Bah, ich treffe die nicht. Da sind auch noch Items hinter dir. Da, hinter dir, hinter mir. Ja. Ich treffe die doch mit meiner Waffe kaum. So. Okay. Einfach alles einsammeln, was ich finde. Ja, dann komm erst hier an dieses Loch. Als nächstes. Dann quasi. Ja. Ich habe gerade die Tittenscherbe aufgesammelt. Weil hier müssen wir nämlich wieder raus. Hier lang. Ja, und hier liegt das Item. Duftzweig. Jupp. Duftet der wenigstens gut? Weiß ich ja nicht. Warum nicht? Weißt du sonst alles? Nee. Duftzweige sind dafür da, um diverse Charaktere zum Leben zu erwecken, weil die versteinert sind. Ah ja. Ich bin tot. Och nö. Dann komm zu dem. Ja, ich leg gleich mein Seelenzeichen an das Leuchtfeuer da. Vorsicht, du darfst da nicht zu weit hinterlaufen. Das ist mir noch nie passiert. Mich haben die noch nie getötet. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja, aber der hier ist auch ziemlich komisch. Der stand so komisch. Ja, jetzt mach ich immer noch Platz. Ja, dann lauf zurück ans Leuchtfeuer. Okay, der kam von da oben, ne? Da, links, links, links. Da? Ja, glaube ich. Ja, und dann links. Links, links. So, dann lege ich mir schnell den Ring an, damit wir uns auch gut finden und ich nicht von irgendeiner anderen Pappnase gerufen werde. Okay, ich mache mir da mal kurz meine Estus-Flakons voll und meine Energie und so weiter. Ja, genau, mach das. Damit der Gegner, den du gerade getötet hast, wieder lebt. Ach so, scheiße, da habe ich nicht gedacht. Ich muss auch noch den Ring anziehen. Habe ich mich abgelegt. Yep. Ja, jetzt dauert es ein Momentchen. Ja, aber wenn es zu lange dauert, kann ich das ja rausschneiden. Genau, tut mir leid, dass ich verreckt bin. Ja. Aber es soll auch mir passieren, ne? Mir passiert so andauernd. So, da sind wir wieder. Es geht weiter. Hallo! Wir haben uns jetzt gefunden, nach 10 Minuten. Ja, warum? Weil ich am falschen Ort stand. Ja. Tut mir sorry. Wir waren gerade beide ein bisschen abwesend. Nee, mir ist das erst aufgefallen, weil ich plötzlich Gift vor der Fresse hatte und du nicht. Ist ja auch egal. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall wieder getroffen. Ja, jetzt müssen wir das Vieh halt immer noch mal besiegen, aber mit deinen Mega-Zaubern und meinen mickrigen Pfeilen, ja. Meine Zauber sind nicht mega. Kein Ding. Ja gut, wenn ich da an diesen Zauber denke, den du in Dark Souls immer hattest. Ja, so zaubern kann ich definitiv mit diesem Pfeil nicht mehr. Aber guck mal, immerhin mache ich ein bisschen Schaden. Besser als nichts, ne? Da ist noch einer. Da war einer. Ja, ich mache einfach gar nichts mehr. Tut mir leid, ich habe den gerade so durch Zufall mit anvisiert. Ich finde es ja nicht schlimm. Nur. Ach, ist auch egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Was ist denn da drin? Da sind so viele Vasen drin. Ja, da müssen wir gleich rennen. Ach so. Aber erst im nächsten Pärchen. Na gut. Da läuft was hinter dir. Oder vor dir. So. Wenn es nur einer von denen ist, ist ja gar kein Problem. Ja, so im Großen und Ganzen dürfen die eigentlich sowieso kein Problem darstellen. Ah, oh, eine Statue, eine kaputte. Ja.
Wenn du auch golden funkeln willst, dann nimmst du den an. Ja, mach ich. Eid leisten. Kann nicht, wenn ein Phantom anwesend ist. Oh, dann musst du da nochmal extra hin. Aber, ich hätte dich hin. Du kannst die Geste lernen. Ach so. Yay. Nein. Was ist denn das andere, was da steht? Sonnenlichtmedaille geben. Ja, du, wenn du mit so einem Phantom zusammen einen Gegner besiegst oder selbst so ein Phantom bist, bekommst du immer so eine Sonnenlichtmedaille. Wenn du 10 Stück hast, kannst du die alle 10 dort abgeben und steigst in den Rang. Wenn du insgesamt 30 hast und dort abgibst, dann steigst du auf den maximalen Rang und bekommst halt pro 10 immer einen Gegenstand. So, du kannst deinen Part beenden. Nee, du kannst da locker 10 Minuten von wegstreichen. Weil ich hatte ja die ganze Zeit, als wir uns gefunden haben, gesucht haben, auch Aufnahmen. Ja, aber wir hatten ja vorher schon. Ja, aber da war es nur bis Minute 10 oder so. Wir haben noch 5 Minuten. Ja gut, dann versuchen wir es halt. Könnte von mir aus komplett durchbrocken werden, den ganzen, dann schneide ich das oder so. Mir egal. Ach guck mal, wie so ein Klumpen. Ja, schön, er ist vergiftet. Haha. Er macht mich jetzt Aua. Vorsicht. Die sind nicht unbedingt schwach. Ist gut. Also geh. So, du darfst jetzt hier die ganzen Dinger nicht kaputt machen. Vorsicht, hinter dir kommt gleich ein Gegner. Hinter dir. Ja, wo hinter mir? Ja, es gibt nur einen hinter dir. Hinter dir ist hier. Kommt der aus der Wand oder was? Ich stand gerade so. Hinter dir ist keine gute Angabe. Au. So. Hier hätten wir. Dann gehen wir jetzt weiter hier oben. Hier oben geht nämlich der eigentliche Weg weiter. Das ist gut. Von mir aus müssen wir auch keine großen Abweichungen vom Weg machen. Das würde ich hier sowieso nicht, weil du wirst den Weg noch kennenlernen. Ah ja. Wir sind jetzt an der Irdenspitze. Das sind Gegner. Ich dachte, das wäre Deko. Nee, das sind wirklich Gegner. Sind das Pilze? Ich hasse Pilze. Ja, dann pass lieber auf, dass du hier nicht plötzlich stirbst. Boah, aber war das gut oder war das gut, Leute? Ich hab dir gerade voll den Arsch gerettet. Dankeschön. So, die haben. Oh, das ist Nebel. Ist das der Endboss? Ja, da ist ein Endboss drin. Cool. Dann lass uns den nur noch plätten. Wenn wir es schaffen? Wenn wir es schaffen. Zumindest halt versuchen. Dann los! Gibt es irgendeine Taktik, die ich wissen sollte? Ausweichen. Nein, wirklich. Das ist immer ein guter Tipp. Hallo. Habsucht, den. Ach, den habe ich doch, den hab ich auch gestern bei dir gesehen. Yep. Ich habe mir gestern schon so viel gespoilt bei dir. Habe ich mir schon gedacht, der sieht aus wie so eine mutierte Version von Jabba. Ja, genau. So eine doofe Frage, kann er mit seiner Rückseite angreifen? Ich glaube nicht, aber er kann rollen. Ja, das ist toll. Fuck. Doch, er kann mit seiner Rückseite angreifen. Wieso frage ich überhaupt? Das ist Dark Souls. Normalerweise hätte sich die Frage von alleine erübrigen sollen. Ich würde hier weiter mit Zaubern draufknallen, aber... Komischerweise habe ich gerade keine mehr. Vorsicht. Ja. Okay, jetzt freut er sich nochmal. Pass auf. Okay. Was zur Hölle? Vielleicht platscht er auch um den Fisch. Autsch. Fuck. Oh, hast du es auch abbekommen? Ja. Hör, geh weg. Das ist Platscher. Das ist eigentlich die Ursprungsversion von, von Carpador. Platscher ist eigentlich die dümmste Attacke, die es gibt. Aber trotzdem zieht sie hier unfassbar viel ab. Nein, geh weg von mir! Machst du nicht putt? Nein, du machst den jetzt putt, also bitte! Gott sei Dank. Ja cool, siehst du, haben wir den doch. Ja, dann darfst du jetzt erstmal weiterlaufen. Juhu! Du darfst dich verabschieden erstmal. Ja, ich verabschiede mich.
Gelobt sei die Kotze. Tschüssi. Danke. Nichts zu danken, ich bin übrigens noch offiziell da. Ja, da vorne musst du raus. Da? Genau. Okay. Und dann auf zum Leuchtfeuer. Come on, baby, light my fire. Also, wer ist das da? Die kennst du schon. Achso, das ist die Tussi. Genau, wenn du willst, kannst du noch mit ihr reden. Ja, dann reden wir auch schnell mit der und dann beenden wir den Part auch. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes, I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Of course, I've no idea what it is. Dankeschön. Ja, gut, dann würde ich sagen, was ist für meinen Part und im nächsten geht's dann weiter. Und dann besiegen wir hoffentlich noch ein paar Viecher. Ja, auf jeden Fall. Also bis dann. Tschüss.